War einmal ein kleiner Prinz, der lebte auf der kleine Prinz. Es war einmal ein kleiner Prinz, der lebte auf einem kleinen Planeten. Er hatte drei Vulkane und eine Rose. Er liebte seine Rose sehr, aber sie war sehr eitel und stolz. Eines Tages beschloss er, seinen Planeten zu verlassen und andere Welten zu entdecken. Er besuchte viele Planeten und traf viele seltsame Leute. Er traf einen König, der niemanden hatte, den er befehlen konnte. Er traf einen Eitlen, der nur Applaus wollte. Er traf einen Säufer, der trank, um zu vergessen, dass er trank. Er traf einen Geschäftsmann, der Sterne zählte, um reich zu werden. Er traf einen Laternenanzünder, der jeden Tag seine Laterne an- und ausmachte. Er traf einen Geographen, der die Welt nie gesehen hatte. Er kam schließlich auf die Erde und landete in einer Wüste. Dort begegnete er einer Schlange, die ihm sagte, dass sie ihn mit ihrem Gift zurück zu seinem Planeten schicken konnte. Er wollte aber lieber weiterreisen und die Erde kennenlernen. Er wanderte durch die Wüste und fand eine Blume mit vier Dornen. Er fragte sie, ob es Menschen auf der Erde gäbe. Sie antwortete ihm, dass es Millionen von ihnen gäbe, aber sie seien alle gleich und ohne Interesse. Er ging weiter und sah einen Garten voller Rosen. Er war traurig, weil er dachte, dass seine Rose nicht einzigartig war. Er sagte zu den Rosen: "Ihr seid nicht meine Rose. Meine Rose ist die einzige in der Welt." Er hörte plötzlich ein Lachen hinter einem Busch. Es war ein Fuchs, der ihn um Freundschaft bat. Der kleine Prinz zögerte, weil er nicht wusste, was das bedeutete. Der Fuchs erklärte ihm, dass man sich erst zähmen müsse, um Freunde zu werden. Das heißt, sich aneinander zu gewöhnen und sich wichtig zu machen. Der kleine Prinz beschloss, den Fuchs zu zähmen. Sie spielten jeden Tag miteinander und lernten sich kennen. Der Fuchs sagte ihm: "Du bist für mich noch nichts als ein kleiner Junge, der 100.000 kleinen Jungen gleicht. Ich brauche dich nicht und du brauchst mich ebenso wenig. Ich bin für dich nur ein Fuchs unter 100.000 Füchsen. Aber wenn du mich zähmst, werden wir einander brauchen. Du wirst für mich einzig sein in der Welt. Ich werde für dich einzig sein in der Welt." Der kleine Prinz zähmte den Fuchs und sie wurden Freunde. Aber bald musste der kleine Prinz weiterreisen und Abschied nehmen. Der Fuchs war sehr traurig und weinte. Er schenkte dem kleinen Prinzen ein Geheimnis: "Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar." Der kleine Prinz bedankte sich beim Fuchs und setzte seinen Weg fort. Er traf einen Eisenbahnfahrer, der ihm sagte, dass die Menschen immer in Eile seien und nie wüssten, was sie suchten. Er traf einen Blumenhändler, der ihm sagte, dass die Menschen die Blumen nicht mehr liebten und sie nur kauften und wegschmissen. Er kam schließlich an den Ort zurück, wo er die Schlange getroffen hatte. Er sah den schönsten Sonnenuntergang seines Lebens und dachte an seine Rose. Er wollte zu ihr zurückkehren und ihr sagen, dass er sie liebte. Er rief die Schlange und bat sie um ihr Gift. Die Schlange biss ihn in den Knöchel und er fiel zu Boden wie eine alte Puppe. In demselben Moment kam ein Pilot vorbei, der in der Wüste notgelandet war und nach Wasser suchte. Er sah den kleinen Prinzen und fragte ihn: "Was machst du hier?" Der kleine Prinz antwortete: "Ich gehe zu meiner Rose zurück. Ich habe sie allein gelassen und ich vermisse sie sehr." Der Pilot war erstaunt und fragte ihn: "Wo ist deine Rose?" "Ich sehe keine Rose hier." Der kleine Prinz zeigte ihm den Himmel und sagte: "Meine Rose ist dort oben. Sie ist auf meinem Planeten. Du kannst sie nicht sehen, aber sie ist da. Sie ist die schönste und die einzige in der Welt." Der Pilot verstand nicht und fragte ihn: "Wie bist du hierher gekommen?" "Wo ist dein Planet?" Der kleine Prinz erzählte ihm seine Geschichte und wie er viele Planeten besucht hatte.
Er sagte ihm auch, dass Wo ist dein Planet? Der kleine Prinz erzählte ihm seine Geschichte und wie er viele Planeten besucht hatte. Er sagte ihm auch, dass er den Fuchs gezähmt hatte und was er von ihm gelernt hatte. Der Pilot war berührt und fragte ihn, Willst du nicht bei mir bleiben? Ich bin auch allein und ich brauche einen Freund. Der kleine Prinz lächelte und sagte, Du bist sehr nett, aber ich muss gehen. Meine Rose wartet auf mich und ich will sie nicht traurig machen. Aber du kannst mich immer besuchen, wenn du in den Himmel schaust. Du wirst meinen Stern sehen und an mich denken. Der Pilot nickte und sagte, Ich werde dich nie vergessen. Du hast mein Herz erobert. Aber versprich mir, dass du mir ein Zeichen gibst, wenn du angekommen bist. Der kleine Prinz versprach es ihm und schloss die Augen. Er spürte, wie sein Körper leichter wurde und wie er sich vom Boden erhob. Er flog in die Luft wie eine Feder und verschwand in der Nacht. Der Pilot blieb allein zurück und weinte. Er suchte nach dem Körper des kleinen Prinzen, aber er fand ihn nicht. Er sah nur eine alte Puppe aus Stoff. Er dachte an den kleinen Prinzen und an seine Rose. Er dachte an den Fuchs und an sein Geheimnis. Er dachte an die Sterne und an die Welt. Er nahm die Puppe in die Hand und drückte sie an sein Herz. Er sagte leise, Auf Wiedersehen, kleiner Prinz. Ich hoffe, du bist glücklich mit deiner Rose. Ich werde dich immer lieben.